Moin Joachim, sind Fancy Goldfische ethisch okay? Gibt es da welche, die ausgewachsen nicht aus wie der Glöckner von Notre Dame? Das ist eine gute Bezeichnung. Auf jeden Fall, diese ganzen Fancies, ja, guter Name, stimmt, so werden die, glaube ich, auch genannt. Das sind alle durch die Bank Abweichungen von der Normalform. Ja, normalen Goldfisch kennt ihr ja nun mal alle. Und dass die Fancies da ein bisschen anders aussehen, das heißt, die sind meistens in irgendeiner Form verkrüppelt. Entweder veränderte Schwanzflosse, also Schwanzflossenapparat, also inklusive Rest von der Wirbelsäule oder insgesamt Wirbelsäulenverkrümmung. Und die ganzen normalen Schleierschwänze in Anführungsstrichen sind also verkrüppelt, also verkürzte Goldfische, so ähnlich wie diese, wie man sie auch von Ballonmollis kennt und so. In irgendeiner Form sind das natürlich alles durch die Bank Verkrüppelungen, ja. Also im Prinzip Krüppelformen des Goldfisch. Die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit das einfach Veränderungen sind am Körperbau, der den Tieren also nicht wirklich schadet. Sie kennen es halt einfach auch nicht anders. Von daher ist das also von der Seite her ganz sicher für den einzelnen Fisch, der empfindet sich nicht als Krüppel oder als in irgendeiner Form gehandicapt. Mal vorausgesetzt, er würde ein Selbstbewusstsein haben, was er mit größter Wahrscheinlichkeit nicht hat. Und von der anderen Seite werden die Arten oder Sorten, ja, Typen, die in Europa noch zu kaufen sind, zumindest keine massiven Einschränkungen haben, wie zum Beispiel, also was in Deutschland ja verboten sind diese Himmelsgucker, ja, die mit diesen oder mit den Ballonaugen, ja, also die unter den Augen so riesige Ballons haben und dass sie also nur quasi nach oben gucken können. Die sind als Qualzuchten eingestuft und die sind in Europa offiziell nicht mehr erhältlich. Ja, die Frage ist, wie weit die Tiere dadurch tatsächlich eingeschränkt sind und ob man das wirklich als Qualzucht bezeichnen muss. Ja, ich meine, wenn man das ganz hart sieht, ist es eine Krüppelzucht. Ja, und ja, die Frage ist, ist das ethisch okay oder verwerflich? Ich denke mal, da betrachten wir die Sache eigentlich zu vermenschlicht. Ja, ich meine, die Tiere selber sind auch vermenschlicht, weil sonst hätte man diese Formen nicht gezüchtet. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, die Fische haben dadurch keine Schmerzen und keine für sie empfindbaren Beeinträchtigungen, weil sie kennen es halt nicht anders. Ja, und dass mit der Zeit, wie beim Schleierkampffisch auch, dann irgendwann der schwere Hintern hängt, das ist nun mal Schwerkraft, ja, die tritt bei Menschen auch in bestimmten Situationen auf und das kennen einige auch vom Alter her, ja, es werden dann halt schwerkraftmäßig Veränderungen tun sich im Gesicht auf, ja, Hängewangen und Frauen kennen das Problem auch und da fängt es an zu hängen und ja, ein paar andere Dinge fangen auch an zu hängen. Das ist nun mal das Alter. Das hat mit dem Alter halt auch zu tun. Ne? Und das bleiert halt alles irgendwann mal aus. Ja, wie gesagt, wie weit man das tatsächlich ethisch bewerten muss überhaupt, will ich jetzt mal ganz offen lassen. Also ich persönlich habe früher
habe das auch viel, viel härter gesehen und habe diese Tiere also wirklich, ja, auch ethisch verworfen für mich. Und irgendwann habe ich die Tiere einfach mal kennengelernt, und zwar eigentlich im Zuge meiner japanischen Käus. Ich habe eine Zeit lang original japanische Käus angeboten. Die waren auch richtig handselektiert in Japan. Also mein Großhändler ist nach Japan gefahren, hat die Tiere da selber ausgesucht. Und ich habe sie mir dann hier bei ihm nochmal einzeln ausgesucht. Die Tiere waren nicht billig, aber das waren wirklich Tiere vom Allerfeinsten. Und der bot auch japanische Goldfische an. Und im Grunde sind die japanischen Goldfische also ähnlich wie die chinesischen Goldfische. Ja, die sind natürlich auch aus den chinesischen Goldfischen entstanden. Aber die Japaner haben andere Prioritäten als die Chinesen. Ja, die Chinesen, da geht's um Körperform, da geht's um Flossenform, das sind da die Schwerpunkte. Und während die Japaner also da eher Richtung Farben und Erscheinungsbild tendieren. Also ich hatte da von den Tieren welche mitgenommen, die haben damals, also was ich da gekauft habe, das waren Tiere, die waren ungefähr so, ich sag mal grob 10 cm, knapp 10 cm groß. Und die zeichneten sich aus durch spezielle Farben. Ja, die hatten zum Beispiel auf der Rückenpartie auf jeder Schuppe einen schwarzen Punkt. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, auf jeder Schuppe einen schwarzen Punkt. Das sah einfach nur irre aus. Ja, waren wunderschöne Tiere. Haben auch ein Schweinemoos gekostet. Ja, für einen Goldfisch, also 125 Mark haben die damals bei mir gekostet. Für so einen 8 cm oder 10 cm Goldfisch ist das natürlich eine Stange Holz. Aber das waren handselektierte Tiere. Das waren, die, da wurden quasi genauso harte Zuchtziele bei der Auswahl der Tiere angelegt wie bei den Käus. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Auswahl. Also bei den Japanern ist es eben so, die fangen quasi schon nach dem ersten Jahr an, die Tiere zu selektieren. Und die selektieren immer nur die Tiere raus, von denen sie annehmen, dass die ihrem optimalen Ziel entsprechen könnten, wenn sie ausgewachsen sind. Ja, man muss immer bedenken, dass die Tiere eben im Laufe ihres Lebens ihre Farben ständig verändern und erst mit, was weiß ich, ja, eigentlich fast nie hundertprozentig farbfest sind, dass also selbst im Alter noch Farben sich verändern können. Aber ich sag mal so, mit 50, 60 Zentimetern werden die Tiere also schon relativ stabil. Ja, und entsprechend im ersten Jahr haben die zum Beispiel eine Ausfallquote, also eine Quote von Tieren, die einfach nur, was weiß ich, verfüttert werden oder was weiß ich, von über 90%. Ja, die ziehen einfach nur die Besten der Besten auf. Ja, im Gegensatz zu den Chinesen oder Thailand oder wo auch immer andere Käus herkommen, die ziehen jeden Mist auf. Und sagen einfach Grade A, Grade B und ja, und außerhalb jeglicher Wertung. Dann kriegst du wirklich die buntesten Fische, aber alles Schrott. Ja, und die werden dann teilweise immer noch als Japaner verkauft. Also da kriegst du echt. Da wird einem ganz übel, was da passiert. Auf jeden Fall. Und diese Auswahl betreiben die Japaner jedes Jahr. Also die schleppen nicht jeden Mist mit, sondern die schleppen in das nächste Jahr wirklich nur die besten der besten Tiere. Ich meine, gut, mittlerweile machen die Japaner das auch, dass sie also teilweise da wirklich die schlechteren, aber nicht die ganz schlechten, ja. Also die schlechteren Tiere, die werden dann immer noch als japanische Käus verkauft und dann halt Japaner, ja, wenn es um Geld geht, werden knicken die ja auch ein.
Aber die sind da schon etwas härter, was Qualität angeht, als irgendwelche anderen Länder auf der ganzen Welt. Ja, also die haben unglaubliches Qualitätsempfinden. Ja, und wie gesagt, deswegen, dadurch haben sich auch nur diese Farben der japanischen Kois und auch der halt jetzt dieser japanischen Goldfische entwickelt. Ja, also die betreiben da also wirklich eine extreme Zuchtauswahl. Also und das eben sorgt dafür, dass die Tiere also wirklich besser und besser und besser werden. Ne? Und nicht wie bei was weiß ich, allen anderen Anbietern. Ja, wenn da mal einer zufällig besser wird, heißt das aber nicht, dass der gut bleibt. Ne? Also wenn ich mir manche Tiere angeguckt habe, die andere als japanische Kois angeboten haben, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln, ja, was da für ein Müll am Markt ist. Ne? Ich meine, irgendwann beeindrucken die Tiere einfach nur durch ihre Größe, aber nicht mehr durch ihre Farbqualität. Ja, also wenn ein japanischer Koi, also ich sag mal jetzt Kohaku, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ein Kohaku ist ein rot-weißer Koi. Und wenn man beim japanischen Koi von rot spricht, dann ist das rot und nicht orange, ja. Orange sind die billigen. Ja, da ist das Rot eben nicht rot, sondern es ist orange. Und bei den Japanern, also bei den richtigen, guten japanischen Kois, ist das Rot, ist rot. Ja, jetzt natürlich kein Blutrot, ja, das kriegst du auch da nicht hin, aber kommt schon verdammt nahe dran. Ja, also du kannst es als rot erkennen und musst es dir nicht als rot einbilden. Ja, also ist schon echt heavy. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zum ethischen Punkt. Ich persönlich habe, also dadurch, dass ich also etliche Asiaten kennengelernt habe und auch durch die japanischen Kois auch ein bisschen mich in die Philosophie eingearbeitet habe, so ein bisschen verstehen gelernt habe, empfinde ich das heute nicht mehr so extrem. Also wie gesagt, ich behaupte, die Tiere haben keine Schmerzen. Damit ist für mich das Kriterium der Qualzucht eigentlich nicht mehr gegeben. Ja. Deswegen sehe ich das heute also auch ziemlich locker. Ich würde mir selber unter Umständen, ja, wenn ich viel, viel Platz hätte und dann würde ich mir auch so ein richtiges, echtes, chinesisches Fancy-Goldfischbecken hinstellen mit rotem und blauem Kies und Plastikpflanzen, die lila sind und silber und wirklich ein Fancy-Becken, ja, so ein richtig ekliges Becken. Ja. Und da sollst du mal sehen, wie sowas aussehen kann. Also echt der Hammer.